Herr Dr. Funk. Sie haben uns gestern erzählt, kurz Ihren Lebenslauf, dass Sie 56 Jahre alt sind, seit 25 Jahren verheiratet, dass Sie dann 10 Jahre Chefredakteur von der Berliner Börsenzeitung waren und haben uns zum Schluss gestern dargelegt, welche Überzeugung Sie hatten hinsichtlich der Entwicklung Deutschlands für die Zukunft. Vielleicht können Sie uns den Gesichtspunkt nochmals etwas darlegen, weil Sie gestern durch die Pause darin unterbrochen worden sind und weil außerdem Ihr Gesundheitszustand gestern abends so schlecht war und dass Sie sich abends kaum mehr an das erinnern konnten, was Sie dem Gericht erzählt hatten. Also welche Überzeugung hatten Sie damals über die wirtschaftspolitischen Aussichten Deutschlands für die Zukunft zu der Zeit, als Sie in die Partei eingetreten sind? Vielleicht können Sie das noch mal kurz wiederholen. Deutschland befand sich damals in einer schweren wirtschaftlichen Krise, die in der Hauptsache hervorgerufen war durch die Tributlasten, die Art ihrer Bezahlung, dann aber durch die Unfähigkeit der damaligen Regierungen, die wirtschaftlichen Probleme zu meistern. Das Verhängnisvollste bei der Tributpolitik war, dass man deutsche Mark, Valuta, in großen Beträgen in das Ausland transferierte, ohne hierfür Gegenwerte zu erhalten. Infolgedessen entstand im Auslande ein ungeheurer Überfluss und Überdruck an Reichsmark. Es kam zur Inflation in Deutschland und die Länder mit den starken Valuten kauften Deutschland aus. Es kam zu einer schweren Verschuldung der deutschen Industrie, insbesondere zu einer unerträglichen Auslandsverschuldung und diese wiederum auch kurzfristig, zu einer Überfremdung der Industrie, zu einer Überschuldung der deutschen Landwirtschaft. Es kam zu einer völligen Verarmung des Bürgertums, das der Hauptträger der deutschen Kultur war. Jede dritte deutsche Familie war arbeitslos und die Regierung selbst hatte weder die Kraft noch den Mut, die wirtschaftlichen Probleme zu meistern. Diese Probleme konnten auch nicht durch wirtschaftliche Maßnahmen allein gemeistert werden. Es war notwendig, dass zunächst einmal eine Regierung mit voller Autorität und Verantwortung vorhanden war, und dass eine einheitliche politische Willensbildung im Volke Platz griff. Die Nationalsozialisten eroberten damals
40% der Reichstagsmandate. Das Volk strömte dieser Partei in immer neuen Millionen zu, insbesondere die vom Idealismus erfüllte, begeisterte Jugend und die faszinierende Persönlichkeit des Führers wirkte wie ein riesiger Magnet. Das Wirtschaftsprogramm der Partei selbst war unklar und war nach meiner Ansicht im Wesentlichen auf Propaganda abgestellt. Und es wurde auch in Parteikreisen, mit denen ich im Jahre 1931 in Berührung kam, lebhaft diskutiert. Ich entschloss mich also damals, meine Position als Chefredakteur einer großen bürgerlichen Tageszeitung aufzugeben und mich selbstständig zu machen, indem ich einen wirtschaftspolitischen Pressedienst herausgab, der an die verschiedensten Kreise der Wirtschaft ging, auch an die führenden Parteikreise, aber auch an Wirtschaftskreise, die den Deutschnationalen, der Volkspartei und sogar den Demokraten nahestanden. Herr Dr. Funk, Sie haben vorhin gesagt, so ungefähr, dass nach Ihrer damaligen Auffassung nur eine Regierung mit voller Autorität und mit voller Verantwortung, also nur ein starker Staat und eine einheitliche politische Willensbildung Deutschland aus der damaligen Krise herausführen konnte, die ja lediglich ein Ausschnitt der Weltkrise war. Haben Sie sich nun damals bereits vielleicht mit dem Gedanken befasst, ob das Führerprinzip, das ja dann später immer stärker und stärker ausgebildet wurde, ob dieses Führerprinzip mit ihren wirtschaftspolitischen Auffassungen in Einklang gebracht werden konnte? Oder negativ ausgedrückt, haben Sie sich von diesem Führerprinzip in der damaligen Zeit schwere Schädigungen versprochen? Was können Sie zu dem Punkt sagen? Von einem Regierungsprinzip. Führerprinzip, ne? Von einem Regierungsprinzip, ja. Das ist ja ein Regierungsprinzip. Jawohl. Von einem Regierungsprinzip kann man a priori niemals sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es kommt auf die gegebenen Verhältnisse an. Und vor allen Dingen auf diejenigen, die regieren. Das demokratische, parlamentarische Prinzip hatte in Deutschland nicht zum Erfolge geführt. Deutschland hatte auch keine parlamentarische, demokratische Tradition wie andere Länder. Es war schließlich so, dass bei Regierungsentschlüssen die wenigen Stimmen der Wirtschaftspartei entschieden, die meistens gekauft wurden. Es musste also ein anderes Prinzip zur Herrschaft kommen. Und wenn in einer autoritären Regierung diejenigen, die die Autorität und die Verantwortung haben, gut sind, dann ist auch die Regierung gut. Das Führerprinzip bedeutete nach meiner Meinung,
dass die Besten und der Beste regieren sollten. Und dass dann die Autorität von oben nach unten und die Verantwortung von unten nach oben ging. Und ich habe aus den Gesprächen, die ich im Jahre 1931 mit Adolf Hitler und anderen führenden Persönlichkeiten der Partei hatte, und wie gesagt, aus dem Vertrauen, der Begeisterung, die das deutsche Volk dieser Bewegung entgegenbrachte, die Meinung gewonnen, dass diese Partei zur Regierung kommen müsse und dass von ihr allein die Rettung kommen könne. Ich selbst wollte in dieser Partei meine eigenen wirtschaftspolitischen Ideen zur Geltung bringen. Herr Dr. Funk, Sie haben gerade von der Persönlichkeit Hitlers gesprochen. Durch wen haben Sie denn Hitler kennengelernt? Beziehungsweise, wer waren die ersten Persönlichkeiten aus den Kreisen der Partei, durch welche Sie dann für die Partei gewonnen wurden? In der Hauptsache war dies Gregor Strasser, wie ich es denn schon sagte, der auch die erste Aussprache mit Adolf Hitler vermittelte. Erst viel später lernte ich dann in Berlin Hermann Göring kennen. Im Übrigen hatte ich sehr wenig Bekanntschaften in der Partei damals und spielte auch in der Partei selbst keine Rolle. Und wie Sie nun Hitler kennengelernt haben, was hat Ihnen damals Hitler für einen Eindruck gemacht? Ich darf das eine vorausschicken. Sie waren ja damals, ich glaube es war 31, immerhin schon ein gereifter Mann mit über 40 Jahren. Was haben Sie damals für einen Eindruck über die Persönlichkeit, über die Ziele etc. Hitlers gewonnen? Die erste Unterredung mit Adolf Hitler verlief sehr reserviert. Das war auch nicht verwunderlich, da ich ja aus einer ihm völlig fremden Welt kam. Er machte auf mich sofort den Eindruck einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Er fasste blitzschnell alle Probleme auf und verstand es, sie außerordentlich eindrucksvoll, mit großer Beredsamkeit und auch mit ausdrucksvollen Gesten vorzutragen. Er hatte die Gewohnheit, sich in die Probleme dann selbst in langen Selbstgesprächen sozusagen zu vertiefen und hob die Probleme dabei in eine höhere Betrachtungsweise. Ich habe ihm damals meine wirtschaftspolitischen Ansichten klargelegt, insbesondere, dass ich auf der Idee des privaten Eigentums fuße, die für mich das Fundament meiner Wirtschaftspolitik sei und die unzertrennlich mit dem Gedanken der verschiedenwertigen Leistungsfähigkeit des Menschen zusammenhänge. Er selbst gab mir dann lebhaft zu, dass auch seine Idee in der Wirtschaftspolitik beherrscht werde vom Prinzip der Auslese,
also des Leistungsprinzips und der schöpferischen Persönlichkeit. Und er begrüßte es sehr, dass ich nach dieser Richtung hin in der Partei wirken wolle, ihm auch Verbindungen und Unterstützung bei der Wirtschaft vermitteln wolle, was ich auch tat. Und es kam dann aber kaum zu engeren Beziehungen zum Führer zunächst, weil er mir selbst sagte, ich kann mich in diesem Augenblick wirtschaftspolitisch nicht festlegen. Und das, was meine Wirtschaftstheoretiker wie Herr Gottfried Feder sagen, das decke ich nicht ohne weiteres. Die wirtschaftspolitische Abteilung, die es damals gab, wurde von einem Dr. Wagner geführt. Wirtschaftspolitische Abteilung von wem? In der Reichsleitung. Der Reichsleitung der Partei. Wurde von einem Dr. Wagner geführt. Zu politischen Gesprächen wurde ich nicht zugezogen. Eine enge Beziehung zum Führer oder engere Beziehung zum Führer habe ich eigentlich nur in den Jahren 1933 und im ersten halben Jahr 1934 gehabt, als ich als Pressechef der Reichsregierung ihm regelmäßig Vorträge hielt. Damals kam es schon einmal vor, dass er den Pressevortrag plötzlich unterbrach und mit mir in den Musiksalon ging und sich von mir etwas am Klavier vorspielen ließ. Dann wurde das Verhältnis wieder reservierter. Und als ich Wirtschaftsminister wurde, hielt sich der Führer von mir immer mehr fern. Ob er besondere Gründe dafür hatte, wie Lammers hier ausgesagt hat, weiß ich nicht. Ich bin während meiner ganzen Ministertätigkeit vielleicht 4, höchstens 5 Mal zu Besprechungen zum Führer zugezogen worden. Er brauchte mich aber auch nicht, denn er gab seine wirtschaftspolitischen Anordnungen an den Reichsmarschall als dem verantwortlichen Leiter der Wirtschaftspolitik und später vom Jahre 1942 ab an Speer, als die Rüstung die gesamte Wirtschaft beherrschte. Und ich war, wie gesagt, in engeren Beziehungen nur in den Jahren 1933 und im ersten Halbjahr 1934 bis zum Tode des Reichspräsidenten von Hindenburg. Ja, Herr Dr. Funk, Sie sind jetzt schon sehr weit vorausgeeilt. Wir wollen jetzt wieder zurückkehren zum Jahr 31 oder 32, also zu der Zeit, als Sie der Partei beigetreten sind. Wann war denn das? Im Sommer 1931. Sommer 31. Sie haben dem Gericht schon erklärt, dass Sie sich an dem Führerprinzip aus den Gründen, die Sie dargelegt haben, nicht gestoßen haben. Ja, im Gegenteil. Das Führerprinzip war absolut notwendig. Im Gegenteil, Sie hielten das Führerprinzip für die damalige Notzeit für notwendig. Nun würde mich aber interessieren, es sind ja auch andere Gesichtspunkte in dem Parteiprogramm enthalten gewesen, die sich dann später ungünstig ausgewirkt haben und die auch im Lauf des Prozesses den Angeklagten vielfach zum Vorwurf gemacht worden sind. Ich greife ein Beispiel heraus, zum Beispiel dieses Schlagwort vom Lebensraum.
Sie haben während des Prozesses auch wieder das gehört. Der Angeklagte Dr. Schacht hat sich ja mit diesem Problem auch befasst. Vielleicht können Sie uns in Kürze Ihre eigene Stellungnahme zu diesem Problem, zu dieser Frage darlegen. Lebensproblem ist gar kein Schlagwort. Und ein Lebensproblem ist wirklich das Lebensproblem des deutschen Volkes damals gewesen. Ich habe unter Lebensproblem Lebensraum damals durchaus nicht an die Eroberung fremder Länder gedacht, wie der Gedanke an den Krieg damals mir ebenso wie wahrscheinlich den allermeisten Deutschen. Und der Lebensraum verstand ich die Öffnung der Welt, für die deutschen Lebensinteressen, das heißt die Beteiligung des deutschen Volkes an der Nutzbarmachung der im Überfluss vorhandenen Güter der Welt, ob das nun durch Kolonien geschah oder durch Konzessionen oder durch handelspolitische Vereinbarungen. Darüber habe ich im Einzelnen damals mir den Kopf nicht zerbrochen. Die Entfaltung Deutschlands in der Weltwirtschaft vor dem Ersten Weltkriege war für mich entscheidend, überhaupt Wirtschaftsjournalist zu werden. Die Beteiligung Deutschlands an der rumänischen Petroleumindustrie, die Konzession der Bagdadbahn, der wachsende deutsche Einfluss in Südamerika, in China, überhaupt in Ostasien. Das alles begeisterte mich sehr. Ich wurde damals schon bekannt mit Männern wie Franz Urbich von der Diskontogesellschaft, Arthur von Gewinner von der Deutschen Bank, Karl Helferich mit dem großen Hamburger Überseekaufmann Witthöft und vielen anderen deutschen Wirtschaftspionieren. Und ich hing mit der ganzen Begeisterungsfähigkeit des jungen Journalisten an meinen Beruf. Lebensraum war also für mich damals die Erfüllung dieser wirtschaftspolitischen Forderungen und der wirtschaftlichen Beteiligung Deutschlands an den Gütern der Welt, die Beseitigung der Hemmungen, die uns von allen Seiten entgegentraten. Und es war ja ein absoluter Nonsens, dass Deutschland auf der einen Seite Tribute zahlen sollte und Schulden bezahlen sollte und auf der anderen Seite die gläubigen Länder sich weigerten, diese Schuldenabzahlungen in der einzig möglichen Form, nämlich in der Abtragung durch Leistungen und durch Waren, entgegenzunehmen. Damals setzte eine große protektionistische Welle in der Welt ein. Ich erinnere an die damalige amerikanische Wirtschaftspolitik. Ich erinnere an die Ottawa-Verträge. Und diese falsche Weltwirtschaftspolitik führte dann 29 und 30 zu der Weltwirtschaftskrise, von der auch Deutschland schwer getroffen wurde. Herr,
sind Sie zu Ende, Herr Dr. Funk. Herr Dr. Funk. Die Anklagevertretung hat seinerzeit im Freiheitsbrief behauptet, dass Sie an der Formulierung des Nazi-Programms mitgeholfen hätten. Was können Sie dazu sagen? Ich weiß nicht, was der Vertreter der Anklage unter Nazi-Programm verstanden hat. Na, ich denke, das Parteiprogramm. Das ist völlig unmöglich. Denn das Parteiprogramm ist, soweit ich weiß, im Jahre 1921 entstanden. Damals wusste ich überhaupt noch nichts vom Nationalsozialismus und von Adolf Hitler. Herr Zeuche, die Anklagevertretung hat weiterhin Ihnen einen Vorwurf daraus gemacht, dass Sie das sogenannte wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm, also wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm, im Jahre 1932 aufgestellt haben. Also ein Programm für die Wiedergesundung des deutschen Wirtschaftslebens. Stimmt das, dass Sie dieses Wirtschaftsprogramm aufgestellt haben? Ich habe im Jahre 1932 Gregor Strasser für eine Rede einige wirtschaftspolitischen Programmpunkte zusammengestellt, die er, Strasser, dann selbst als von mir herstammend bezeichnet hat und an die einzelnen Parteistellen als Instruktion und Rednermaterial weitergegeben hat. Dieses wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm, das nach den Worten des Herrn Anklagevertreters die wirtschaftliche Bibel für die Parteiorganisatoren werden sollte, ist, glaube ich, in keiner Weise revolutionär oder überhaupt aufsehenerregend. Und es könnte, glaube ich, von jedem, von jeder demokratischen Regierung auch angenommen und akzeptiert werden. Ich glaube, es ist in dem Buch abgedruckt, aus dem der Herr Anklagevertreter verschiedene Informationen entnommen hat. Ja, es ist es abgedruckt, Herr Zeuche, in dem Buch von Dr. Paul Österreich, das wiederholt zitiert wurde. Dieses Buch enthält eine Lebensgeschichte von Ihnen unter dem Titel Walter Funk, ein Leben für die Wirtschaft, und ist von der Anklagebehörde verwertet unter 3505 PS, Exhibit 653. Herr Dr. Funk, ich habe dieses Programm vor mir im Wortlaut. Bitte lesen Sie es vor. Das ganze Programm enthält eine halbe Seite und stellt in der Hauptsache wohl gar nichts dar, das irgendwie charakteristisch für nationalsozialistische Gedankengänge wäre. Ich war ja auch damals noch nicht Nationalsozialist oder jedenfalls erst ein ganz junges Mitglied. Parteimitglied. Also dieses wirtschaftliche Aufbauprogramm muss man tatsächlich lesen, um sich zu überzeugen, wie wenig von charakteristischen nationalsozialistischen Forderungen darin enthalten ist. Es ist das ein Programm,
von dem der Angeklagte Funk sagt, dass so ziemlich jede andere liberale oder demokratische oder sonst bürgerliche Partei es auch vertreten könnte. Ich habe es nicht hier. Das Programm heißt direkte Arbeitsbeschaffung durch staatliche und private Neuinvestitionen. Das ist die erste Forderung. Produktive Kreditschöpfung durch die Reichsbank, aber keine Inflation, sondern Wiederherstellung einer gesunden Währung und einer gesunden, die Produktion fördernden Geld- und Kreditwirtschaft. Allgemeine Zinssenkung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse der Wirtschaft. Schaffung eines Außenhandelsamtes und einer Devisenzentrale. Neuregelung der wirtschaftlichen Beziehungen zum Auslande unter Voranstellung der Lebensnotwendigkeiten des Binnenmarktes, aber unter Berücksichtigung des für Deutschland lebensnotwichtigen Exportes. Sanierung der öffentlichen Finanzen unter Einschluss der öffentlichen Versicherungen. Beseitigung der unhaltbaren Methoden der Etatbalancierung. Staatliche Schutzmaßnahmen für die Landwirtschaft. Wiederaufbau des Haus- und Grundbesitzes nach den Grundsätzen der Produktivität und der Volksgesundheit. Erweiterung der deutschen Rohstoffgrundlage. Schaffung neuer nationaler Industrie- und Gewerbezweige, technische und fabrikatorische Umstellung. Das ist alles, was in diesem sogenannten wirtschaftlichen Aufbauprogramm enthalten ist. Dieses Programm sollte, wie der Anklagevertreter gesagt hat, die offizielle Parteierklärung auf wirtschaftlichem Gebiet sein. Ich hätte gewünscht, dass die Partei sich zu diesen Grundsätzen bekannt hätte. Ich habe in späteren Zeiten gerade mit den verschiedensten Parteistellen in Bezug auf meine grundsätzliche Einstellung zur Wirtschaftspolitik stets große Schwierigkeiten gehabt. Ich galt auch in der Partei stets als Außenseiter und Liberalist. Als Liberalist? Ja. Ich habe alle kollektivistischen Tendenzen bekämpft, kam infolgedessen dauernd in Konflikt mit der Arbeitsfront. Unterstützt hat mich insbesondere in meinen privatwirtschaftlichen Auffassungen der Reichsmarschall Hermann Göring. Er hat sogar auf meine Veranlassung hin noch im Kriege Teile der Hermann Göring-Werke reprivatisiert. Ich war ein Gegner der Staatswirtschaft, denn die Staatswirtschaft wird immer nur Durchschnittsleistungen hervorbringen. Staatswirtschaft bedeutet sterile Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die nicht den
schärfsten Wettbewerb. Und den Kampf der Individuen hat, wird steril bleiben, wird nur Durchschnittsleistungen erzielen. Der Führer hat früher diesen meinen Grundsätzen stets lebhaft zugestimmt. Und es war für mich eine große Enttäuschung, als schließlich in den letzten Jahren der Führer sich so scharf gegen die bürgerliche Welt wandte. Das bedeutete eigentlich das Fiasko meines gesamten Lebenswerkes. Herr Dr. Funk. Tribunal thinks you might get on to something more important than this. His views as between state economy and private enterprise. Ja, gerne. Herr Dr. Funk, Sie wissen, dass gerade das große Problem der Arbeitslosigkeit seinerzeit Hitler die Machterringung ermöglichte. Wie haben denn Sie sich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit gedacht, nachdem Sie doch wissen, dass gerade das Versprechen Dr. Sauter, we've heard from nearly all the defendants about the conditions which obtained in Germany at that time, and there's no charge against these defendants for trying to re-establish German economy between the years 1933 and 1939? Ja, Herr Präsident, ich wollte eben die Frage an den Angeklagten Dr. Funk stellen, wie er sich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit vorgestellt hat. Denn aus der Vernehmung anderer Angeklagten habe ich entnommen, dass die sich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit auf anderem Wege, zum Beispiel durch militärische Aufrüstung und dergleichen, versprochen haben. Bei ihm ist, soviel ich weiß, das nicht der Fall. Und ich glaube, für die Beurteilung des Angeklagten Funk ist diese Frage schon von Bedeutung. Wie er sich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit gedacht hat. Ob durch Aufrüstung oder auf einem anderen Wege. Ich glaube, es dauert gar nicht lang, Herr Präsident. Der Angeklagte Funk wird sicherlich sich dazu sehr kurz fassen. Vielleicht kann er sich dazu mit einem oder zwei Satz äußern. He can answer that in a sentence, I think. Also bitte, Herr Dr. Funk, so kurz als nur möglich. Wenn ich es in einem Satz beantworten soll, kann ich nur sagen, dass ich mir damals die Beseitigung der Arbeitslosigkeit nach einem ganz festen Plan vorgestellt habe, aber jedenfalls ohne Aufrüstung, ohne Rüstung. Sondern? Durch Dinge, die ich allerdings dann erklären müsste. Aber jedenfalls war die Rüstung damals gar nicht zur Diskussion. Sondern durch, mit ein paar Schlagworten können Sie das vielleicht sagen. Zunächst lag die Arbeit auf der Straße, sozusagen. Es war durchaus notwendig, in Deutschland ein großzügiges Straßenbauprogramm herzustellen. Es war notwendig, eine Belebung der Motorenwirtschaft, insbesondere der Automobilindustrie, die entsprechend natürlich geschützt werden musste. Es war ein großes Wohnungsbauprogramm notwendig. Es fehlten Hunderttausende von Wohnungen. Kurz und gut. Es fehlte die Technisierung der Landwirtschaft, die Motorisierung der Landwirtschaft. Ich möchte aber hier nur zwei Zahlen nennen oder eine Relation nennen, die die ganze Situation beleuchtet.
bis zum Kriege gingen vom deutschen Sozialprodukt 2/3 in den privaten Konsum und nur 1/3 in den öffentlichen Bedarf. Die Rüstung hat also bis dahin keine entscheidende Rolle gespielt. Herr Dr. Funk, ich komme nun zu einem anderen Kapitel. Sie erinnern sich, dass die Anklage im Trialbrief ausführt, die Beweisführung gegen Sie sei in großem Umfang eine abgeleitete. Ich nehme also an, eine Beweisführung, die sich weniger auf Ihre Taten als auf Ihre Ämter stützt. Deshalb würde es mich interessieren, welche Parteiämter haben Sie dann in der Folgezeit inne gehabt? Ich habe nur einmal im Jahre 1932... Also immer Parteiämter, nicht wahr? Nicht Staatsämter. Ich verstehe. Ich habe nur im Jahre 1932 und auch nur für wenige Monate Parteiaufträge erhalten. Und zwar hatte damals Gregor Strasser mir ein eigenes Amt für Privatwirtschaft schaffen wollen, das aber nach wenigen Monaten wieder aufgelöst wurde, als er selbst aus der Partei und seinen Ämtern ausschied. Dann bekam ich im Dezember 1932 den Auftrag, eine Kommission für Wirtschaftspolitik zu leiten. Im Dezember 32. Februar 1933, also nach 2 Monaten, gab ich auch dieses Amt wieder ab. Beide Aufträge waren bedeutungslos. Sie kamen nie zum Zuge in der kurzen Zeit. Das werden alle Herren bestätigen können, die hier auf der Anklagebank sitzen, die damals in der Partei führende Stellungen hatten. Sonst habe ich nie ein Parteiamt gehabt. Also nach 1933 habe ich auch keinen Parteiauftrag mehr gehabt und auch kein Parteiamt. Also dieses Amt, sogenannte Amt für Privatwirtschaft, das hat, wenn ich recht verstanden habe, nur einige Monate im Jahr 32 bestanden, ist aber praktisch nicht in Tätigkeit getreten. Und das andere, diese Kommission, wie es geheißen hat, für Wirtschaftspolitik, da wurden Sie zum Leiter im Dezember 32 ernannt und einen Monat später im Januar 33, nach Februar 33, unmittelbar nach der Machtergreifung, haben Sie dieses sogenannte Amt wieder aufgegeben. Stimmt das? Ja. Dann über Ihre Stellung zur Partei. Waren Sie Mitglied irgendeiner Organisation der Partei? SA, SS oder einer sonstigen Gliederung? Ich habe nie einer Organisation der Partei angehört. Weder der SA noch der SS noch sonst einer Organisation. Und habe, wie gesagt, auch nicht dem Chor der politischen Leiter angehört. Sie haben dem Chor der politischen Leiter auch nicht angehört. Nein. Sie wissen, Herr Dr. Funk, dass die Parteifunktionäre, also die alten Kämpfer etc., jedes Jahr im November sich in München versammelt haben. Wir haben ja selbst einen Film mit Aufnahmen dieser Veranstaltung gesehen. Waren Sie jemals zu diesen Veranstaltungen vom 8. und 9. November eingeladen? Ob ich Einladungen bekommen habe, weiß ich nicht. Das mag sein. Aber ich bin nie bei einer solchen Veranstaltung gewesen, weil dies eine Veranstaltung war,
die insbesondere für die alten Kämpfer, für die alten Parteigenossen gedacht war, als Erinnerung an den Marsch auf die Feldherrnhalle. Zur Feldherrnhalle. Also ich habe nie an diesen Veranstaltungen teilgenommen, wie ich überhaupt an großen Veranstaltungen sehr ungern teilgenommen habe. Ich bin auch in der ganzen Zeit nur einmal an einem Parteitag gewesen, zu einer oder zwei Veranstaltungen. Massenveranstaltungen bereiteten mir physische Schmerzen. Haben Sie, Herr Zeuge, nachdem Sie Wirtschaftsminister, also Minister waren, das goldene Parteiabzeichen bekommen? Nein. Sie sind also immer... Nein, das habe ich schon bekommen, als ich Pressechef der Reichsregierung war. Also nicht als Minister? Nein. Wie lange sind Sie denn nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter gewesen? Auch nur wenige Monate. Nämlich von bis? Vom Juli 32 bis Februar 33. Dann erhielt ich kein Mandat mehr, weil mir der Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende Dr. Frick mitteilte, dass nach einer Anordnung des Führers nur noch die alten Parteigenossen Mandate bekommen sollten und ich ja inzwischen ein Staatsamt hätte. Bei den Gesetzen also, Herr Zeuge, die in diesem Prozess eine besondere Rolle spielen, wie zum Beispiel beim Ermächtigungsgesetz, das praktisch den Reichstag ausgeschaltet hat, oder beim Gesetz über das Verbot von politischen Parteien, oder bei dem Gesetz über Einheit von Partei und Staat, also bei all diesen Gesetzen, welche die Vorbereitung für die spätere Entwicklung waren, sind Sie da Reichstagsabgeordneter noch gewesen oder waren Sie da schon ausgeschieden? Da war ich nicht mehr Reichstagsabgeordneter. Aber trotzdem habe ich diese Gesetze für notwendig gehalten. Das ist eine andere Frage. Aber Sie waren nicht mehr Reichstagsabgeordneter. Nein, war auch nicht Kabinettsmitglied. Herr Dr. Funk, wir haben hier öfters ein Affidavit von dem amerikanischen Generalkonsul Messerschmidt gehört. Vom 28. August 1945, 1760 PS. Und der schreibt, an der Stelle, die sich auf Sie bezieht: Funk war Schriftleiter einer der führenden Finanzzeitungen Berlins vor der Übernahme durch die Nazis und hat sehr wenig offene Sympathie für Sie, also für die Nazis, gezeigt, als Sie an der Macht waren. Und schreibt dann weiter: Später wurde er zu einem begeisterten Nationalsozialisten und wurde eines der wirkungsvollsten Werkzeuge der Partei wegen seiner unzweifelhaften Fähigkeiten auf verschiedenen Gebieten. Das schreibt der amerikanische Generalkonsul Messerschmidt. Und ich darf Ihnen gleich noch ein anderes Zitat in die Erinnerung zurückrufen, aus dem bereits vorhin erwähnten Buch von Dr. Österreich, das den Titel trägt: Walter Funk, ein Leben für die Wirtschaft. Und das unter Nummer 3505 PS auch bereits in den Prozess eingeführt wurde. Und worin er schreibt,
dass die Parteiaufgaben, die Ihnen übertragen wurden, wenn auch nur für wenige Monate, als besonders bedeutungsvoll hingestellt werden könnten. Was sagen Sie zu diesen beiden Zitaten? Dass ich mich für die Partei erklärt habe und mit Begeisterung in die Parteiarbeit hineingegangen bin, habe ich bereits selbst gesagt. Der Propagandaorganisation habe ich nie angehört, wie das Herr Messerschmidt behauptet. Ich erinnere mich auch beim besten Willen nicht, Herrn Messerschmidt überhaupt zu kennen. Geschweige denn, mit ihm über Österreich gesprochen zu haben, was er auch behauptet. Also über den Anschluss Österreichs an Deutschland, meinst du? Sinne ich mich nicht. Obwohl ich selbstverständlich die Vereinigung von Österreich mit Deutschland für notwendig erhalten habe. Aber ich weiß nicht, dass ich mit Herrn Messerschmidt darüber gesprochen habe. Was nun das Buch von dem Dr. Paul Österreich anbelangt, so tut es mir leid, dass die Anklagebehörde dieses Buch als Informationsquelle benutzt hat. Dadurch sind Irrtümer aufgekommen, die sich hätten vermeiden lassen und die ich nicht hätte hier erst widerlegen brauchen. Österreich war ein Mann, der Partei völlig fernstand. Was war er denn? Er war Besitzer einer Zeitung, in deutschen Zeitung in Chile und war einige Jahre politischer Redakteur der Berliner Börsenzeitung. Politischer Redakteur? Er hat natürlich erstens einmal für den Absatz seines Buches sorgen wollen und aus diesem Grunde meine Position in der Partei über die Maßen hervorgehoben. Vielleicht hat er mir auch einen besonderen Gefallen damit glauben tun zu können. Jedenfalls, wie die Dinge dort geschildert sind, sind sie nicht richtig. Herr Zeuche, in einem Dokument der Staatsanwaltschaft 3563 BS ist erwähnt, dass Sie, der Dr. Funk, in mehreren Publikationen als wirtschaftspolitischer Berater Hitlers bezeichnet wurden. Und an anderer Stelle heißt es, Sie seien der Wirtschaftsbeauftragte Hitlers genannt worden. Mich würde interessieren, war das ein Parteiamt oder was hat es mit dieser Bezeichnung für eine Bewandtnis? Welche Funktion soll damit angedeutet werden? Das war weder ein Parteiamt, noch war es ein Parteititel. Die Presse hat mich vielfach so genannt, aufgrund meiner Tätigkeit, die ich im Jahre 1932 für die Partei entwickelte. Und aus der Presse ist diese Bezeichnung dann offenbar in die Literatur übergegangen. Aber ein Amt und ein Titel war das nicht. Es ist ja auch ganz unsinnig, dass diese Tätigkeit damals so bedeutend gewesen sein soll. Ja, wenn sie wirklich bedeutend gewesen wäre, dann hätte ich ja bestimmt diese Ämter beibehalten, als die Partei zur Macht kam. Der Reichsernährungsminister war ja auch Reichsleiter. Der Staatssekretär Reinhardt im Finanzministerium war der Leiter der finanzpolitischen Abteilung in der Reichsleitung und so weiter. Ein Reichsleiter für die Wirtschaft
hat es nie gegeben. Und ich bin, als die Partei zur Macht kam, aus der gesamten Parteiorganisation und auch aus dem Reichstag völlig ausgeschieden. Herr Dr. Funk, im Lauf der Verhandlung ist auch einmal oder zweimal von einem Reichswirtschaftsrat der Partei. Also ich bitte das zu beachten. Reichswirtschaftsrat der Partei gesprochen worden. Also von einer Parteieinrichtung. Was wissen Sie über Ihre Zugehörigkeit zu dieser Einrichtung und über die Aufgaben und den Wirkungskreis dieser Parteieinrichtung? Ich habe lange nachdenken müssen, um überhaupt zu einer Erinnerung an dieses Gremium zu kommen, zumal weder Hess noch Rosenberg noch Frank sich an etwas derartiges erinnern konnten. Ich erinnere mich aber dunkel, dass Gottfried Feder einen Kreis von Menschen zu Beratungen um sich zu versammeln pflegte, dem er den pompösen Namen Reichswirtschaftsrat der Partei gegeben hat. Nach der Machtübernahme hat es dies nicht mehr gegeben. Ich habe nie an einer Sitzung dieses Gremiums teilgenommen und war ganz erstaunt, als ich in der Anklageschrift las, dass ich hier stellvertretender Vorsitzender gewesen sein soll. Irgendeine Bedeutung hat dieses Gremium nicht gehabt. Sie sprechen hier von Gottfried Feder. Das war der Wirtschaftsprogrammatiker und Dogmatiker der Partei von Anbeginn an bis zur Machtübernahme. Das war als der Wirtschaftsdogmatiker der Partei von der Gründung der Partei an bis zur Machtübernahme. Dann traten nachher Dr. Wagner und Kepler stärker hervor. Kepler wurde übrigens auch in der Öffentlichkeit immer mit dem Titel Wirtschaftsberater des Führers belegt. Diese Personen also, Herr Dr. Funk, von denen Sie eben gesprochen haben, das sind nach Ihrer Auffassung, wenn ich recht verstehe, diejenigen, die als die wirtschaftspolitischen Berater Hitlers bezeichnet werden können. Nein, das ist falsch. Sondern? Hitler ließ sich überhaupt nicht beraten, insbesondere auch nicht wirtschaftlich, sondern das waren die Männer, die sich mit wirtschaftspolitischen Problemen in der Parteileitung beschäftigten. Vor mir und nach mir. Und wahrscheinlich auch publizistisch, wie zum Beispiel Gottfried Feder. Ja, der hat viel geschrieben. Der ja insbesondere das Zinssenkungsproblem sehr eingehend behandelt hat. Herr Dr. Funk, das waren Ihre wirklichen oder angeblichen Parteiämter. Ich komme nun zu Ihren Staatsämtern. Sie sind nach der Machtergreifung, also Ende Januar 1933, Pressechef der Reichsregierung geworden. Und im März 1933, als das Propagandaministerium geschaffen wurde, also ein Staatsministerium, sind Sie Staatssekretär in diesem Propagandaministerium unter dem Minister Goebbels geworden. Wie kam es dazu? Darf ich über diese Angelegenheiten ganz kurz zusammenhängend sprechen? Moment. Es geht nämlich viel schneller, als wenn Sie immer
zu allen Einzelheiten fragen. Da bitte ich dann gleich auch die Frage zu berücksichtigen, warum Sie ins Propagandaministerium kamen, beziehungsweise Pressechef der Reichsregierung wurden, obwohl Sie sich sonst immer doch mit Wirtschaftsfragen behandelt haben. Bitte. Der Reichsmarschall hat bereits in seiner Vernehmung ausgeführt, dass er erstens niemals gewusst hat, dass ich überhaupt vor dem Jahre 1933 in der Partei tätig war und dass zweitens der Auftrag an mich, Pressechef der Reichsregierung zu werden, wie er mit Recht glaubte, völlig überraschend kam. Der Führer sagte mir am 29. Januar 1933, dass er unter den alten Parteigenossen niemand habe, der die Presse gut kenne, und er bitte mich, den Posten des Pressechefs zu übernehmen, zumal mit dieser Tätigkeit ein regelmäßiger Vortrag beim Reichspräsidenten verbunden war. Und der Reichspräsident mich kannte und, wie ich vielleicht später noch einmal erwähnen kann, sehr gern hatte. Ich bin oft Gast in seiner Familie gewesen, habe mit seiner Familie auch familiär verkehrt. Bei Hindenburg also? Hindenburg. Das waren die Gründe, die Hitler veranlassten, mich zum Pressechef der Reichsregierung zu machen. Der Pressechef der Reichsregierung war Ministerialdirektor in der Reichskanzlei und das war mir nicht sehr angenehm, dass ich plötzlich Beamter werden sollte, weil ich das eigentlich nie erstrebt hatte. Aber unter der allgemeinen Begeisterung der damaligen Tage und um dem Ruf des Führers zu folgen, nahm ich das Amt an. Ich hatte bei ihm regelmäßig Pressevortrag in Gegenwart von Lammers. Das dauerte aber nur anderthalb Jahre bis zum Tode des Reichspräsidenten. Dann hörten diese Pressevorträge auf und der Führer bediente sich für seine Instruktionen an die Presse des Reichspressechefs der Partei, Dr. Dietrich, der später auch Staatssekretär im Propagandaministerium wurde. Als das Propagandaministerium begründet wurde, bat mich der Führer, dieses Ministerium zu organisieren, damit Goebbels sich nicht mit Verwaltungs-, Finanz- und Organisationsfragen zu beschäftigen habe. Und es wurde dann die Presseabteilung der Reichsregierung, die ich bisher geleitet hatte, als besondere Abteilung in das Propagandaministerium eingebaut und Goebbels direkt unterstellt. Sie erhielt auch einen besonderen Leiter. Von da an also bereits nach anderthalb Monaten meiner Tätigkeit als Pressechef der Reichsregierung, hörte meine Tätigkeit für die Information und Instruktion der Presse auch auf. Das machte von da ab Goebbels selbst. Wie er überhaupt eine scharfe Trennung der politischen Aufgaben des Ministeriums und der Verwaltungsaufgaben des Ministeriums vornahm. Für die Propaganda brachte er seine alten Mitarbeiter aus der
Propagandaleitung der Partei mit. Ich wurde in die politische Propaganda nicht eingespannt. Diese Arbeit machte Goebbels zugleich mit dem Parteiapparat, in dem ich nicht war. Ich hatte zum Beispiel als Aufsichtsratsvorsitzender die Reichsrundfunkgesellschaft finanziell und wirtschaftlich zu betreuen, ein 100-Millionen-Unternehmen, habe aber nie im Rundfunk Propagandareden gehalten. Ich habe auch nie auf großen Kundgebungen damals des Staates oder der Partei gesprochen. Selbstverständlich habe ich die Bedeutung der Propaganda für die Staatsführung durchaus bejaht und habe die geradezu geniale Art, mit der Goebbels Propaganda machte, bewundert. Aber ich selbst war in der aktiven Propaganda nicht tätig. Sie haben also nur, wenn ich Sie recht verstanden habe, im Propagandaministerium, das ja ein Staatsministerium war, lediglich verwaltende und organisatorische Tätigkeit entfaltet, aber die Propaganda selbst dem Minister, dem Dr. Goebbels, überlassen und denjenigen Leuten, die er aus dem Propagandaapparat der Partei in das Ministerium herübergeholt hatte. Stimmt das? Ja. Goebbels beanspruchte naturgemäß für die Propaganda die totale Ausschließlichkeit und Beherrschung dieses Stoffes. Neben ihm trat ich in der Propaganda überhaupt nicht hervor. Aber auch sonst war meine Stellung als Staatssekretär dadurch stark beschränkt, dass viele Aufgaben, die in anderen Ministerien der Staatssekretär zu besorgen hatte, bei Goebbels, sein persönlicher Referent, der spätere Staatssekretär und Gauleiter Hanke machte. Hanke. Ja. Ich glaube, ich habe während der ganzen Zeit meiner Tätigkeit im Propagandaministerium noch nicht 3 Unterschriften in Vertretung von Dr. Goebbels geleistet. Eine davon hat die Anklage festgenagelt. Und das ist die Unterschrift unter eine Durchführungsverordnung, in der der Termin für die Gültigkeit dieser Verordnung festgesetzt wurde. Was war das für eine Verordnung? Eine Durchführungsverordnung zum Reichskulturkammergesetz. Die Reichskulturkammergesetzgebung wurde vom Reichskabinett beschlossen. Ich war nicht im Reichskabinett. Aber ich habe selbstverständlich als Staatssekretär des Ministeriums eine formale Verantwortung. Und ich habe selbstverständlich auch die Propaganda gefördert, wie jeder, der an führender Stelle im Staats- oder im geistigen Leben Deutschlands tätig war, denn die Propaganda erfüllte und durchdrang das gesamte Geistesleben der Nation. Entsprechend der überragenden fundamentalen Bedeutung, die im nationalsozialistischen Staat der Propaganda mit Recht beigemessen wurde. Herr Dr. Funk, die Anklagevertretung hat Sie verantwortlich gemacht
für Gesetze, die während Ihrer Zeit als Pressechef der Reichsregierung ergangen sind. Ich verweise zum Beispiel auf die Gesetze, die vorgelegt wurden unter Dokument 2962 und 2963. Es sind das die Ihnen bekannten Gesetze über die Beseitigung der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland, über die Beseitigung der parlamentarischen Regierungsform bei uns. Ich bitte sich darüber zu äußern, was hatten Sie mit diesen Gesetzen zu tun und hatten Sie als Pressechef der Reichsregierung einen Einfluss auf den Inhalt und das Zustandekommen dieser Gesetze? Nein. Diese Frage hat im Übrigen sowohl der Reichsmarschall wie auch Dr. Lammers schon verneint. Ich hatte weiter nichts zu tun, als den Inhalt dieser Gesetze entsprechend den Weisungen, die ich vom Führer bekam, an die Presse weiterzuleiten. Sie waren also zwar in den Sitzungen des Reichskabinetts anwesend, jawohl, haben auch von den Verhandlungen und Beschlüssen des Reichskabinetts Kenntnis genommen. Ja. Das war ja der Zweck Ihrer Anwesenheit. Aber Ihre Aufgabe, und das bitte ich zu sagen, ob ich das richtig verstehe, war dann lediglich, nach den Sitzungen des Reichskabinetts die Presse über die gefassten Beschlüsse zu informieren. Jawohl. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also Sie hatten weder einen Einfluss auf die Gesetzesvorlagen, noch einen Einfluss auf den Inhalt, noch auch einen Einfluss auf die Abstimmung. Ist das richtig? Jawohl, ich habe weder Sitz noch Stimme im Kabinett gehabt. Waren Sie für die Pressepolitik der Reichsregierung, also ich betone da auch wieder Reichsregierung, nicht Parteileitung, verantwortlich? Ich habe bereits gesagt, ich bekam meine Instruktionen für die Presse vom Führer. Das war anderthalb Monate lang. Dann übernahm die Führung der Pressepolitik Dr. Goebbels. Sie haben bereits gesagt, die Pressvorträge, die Vorträge über die Presse beim Reichspräsidenten Hindenburg hörten mit dessen Tod im August 1934 auf. Nicht wahr? Ja. Und vom gleichen Zeitpunkt auch Ihre Pressevorträge bei dem damaligen Reichskanzler Hitler. Das stimmt doch. Jawohl, der Reichspräsident Hindenburg war inzwischen gestorben. Und dann ist mehr und mehr an Ihre Stelle der Reichspressechef, also der Parteibeamte, Dr. Dietrich getreten. Dr. Dietrich gehörte zur engsten Umgebung des Führers und über ihn hat der Führer seine Instruktionen an die Presse gegeben. Herr Dr. Funk, dem bereits erwähnten Buch von Dr. Österreich, 3505 PS, US Exhibit 643, entnehme ich folgende Stelle über Ihre Pressepolitik. Ich zitiere wörtlich: Es ist Funk mancher, der in Berlin und außerhalb tätig gewesenen Journalisten dankbar geblieben für die Art, wie er sich ihre Wünsche und Beschwerden um ihre Wünsche und Beschwerden besonders in der Übergangszeit gekümmert hat. Von Funk stammt das später oft zitierte Wort, dass die Presse keine Drehorgel sein dürfe.
womit er sich gegen die Uniformität, also wenn wir ein deutsches Wort dafür sagen wollen, gegen die Vereinheitlichung und Gleichmacherei der Presse wandte und ein individuelles Gesicht von ihr verlangte. Aber er nahm die Presse auch in Schutz vor Bestrebungen der Amtsstellen, ihren eigenen Kohl breitzutreten und so weiter. Stimmt das? Ja, das habe ich wohl geschrieben. Das war auch meine Meinung. Ich habe die Presse, soweit das in meinen Kräften stand, vor Uniformität und vor einer willkürlichen Behandlung, insbesondere durch die Amtsstellen, immer zu schützen versucht. Und das haben Sie, glaube ich, bereits gesagt, dass Sie an der politischen Führung des Propagandaministeriums, also an der politischen Führung des Propagandaministeriums und an der eigentlichen Propagandatätigkeit überhaupt nicht beteiligt waren. Stimmt das? Das stimmt. Herr Präsident, ich komme jetzt zu einem neuen Abschnitt. Würde es Ihnen entsprechen, dass Sie jetzt eine kleine Pause machen? Going to rise at 12 o'clock, so I think we go straight on. We're so, going to adjourn at 12 o'clock. Jawohl, danke sehr. Herr Zeuche, ich komme nunmehr zu Ihrer Einstellung zur Frage des Antisemitismus. Und zwar deshalb, weil Sie ja auch mehr oder minder mitverantwortlich gemacht werden für diese Ausschreitungen gegen Juden. Wollen Sie uns dazu Ihre grundsätzliche Einstellung mitteilen? Ich bin nie Antisemit im Sinne einer Rassenlehre gewesen. Die antisemitischen Forderungen des Parteiprogramms habe ich zunächst damals, haben die Juden auf verschiedensten wichtigen Lebensgebieten in Deutschland eine vielfach beherrschende Stellung gehabt. Und es gab viele sehr kluge Juden, mit denen ich persönlich verkehrte, die es nicht für im Interesse der Juden liegend erachteten, dass die Juden das Kulturleben, das Rechtsleben, die Wissenschaft, die Wirtschaft so stark beherrschten, wie es der Fall war. Es gab also auch im Volk eine antisemitische Tendenz in der damaligen Zeit. Im Kulturleben war der Einfluss der Juden besonders stark. Und hier war der Einfluss auch von meiner Einstellung aus gesehen besonders schädlich, weil unter jüdischem Einfluss Tendenzen vertreten wurden, die ich als
absolut undeutsch und sogar als unkünstlerisch empfangen. Insbesondere in der Malerei und in der Musik. Es wurde nun das Reichskulturkammergesetz geschaffen, das allerdings die Juden radikal ausschloss aus dem Kulturleben. Immerhin die Möglichkeit für Ausnahmen gab. Wo ich überhaupt in der Lage war, von diesen Ausnahmen Gebrauch zu machen, habe ich es getan. Das Gesetz ist, wie gesagt, ein Gesetz des Reichskabinetts, das dafür die Verantwortung trägt. Ich gehörte damals nicht im Kabinett an. Was ich also tun konnte, habe ich getan, um sowohl den Juden wie auch Andersdenkenden im Kulturleben, damals, als ich im Propagandaministerium tätig war, zu helfen. Das wird jeder bezeugen können und bezeugen müssen, der mich aus meiner damaligen Tätigkeit kennt. Ich habe mit meinem Dokumentenbuch unter Nummer 1 und 2 zwei Affidavits vorgelegt. Das eine von dem Redakteur der Frankfurter Zeitung namens Albert Oeser und das andere von dem Rechtsanwalt Dr. Rösen. Von diesen beiden Affidavits bitte ich zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen. Das erste Affidavit beweist, dass der angeklagte Funk sich seinerzeit selbst unter Gefährdung seiner eigenen Stellung außerordentlich um die Interessen des erwähnten Redakteurs Albert Oeser von der Frankfurter Zeitung und eine Reihe von Angehörigen des Betriebs dieser Zeitung angenommen hat. Und zwar insbesondere auch von solchen Angehörigen, die nicht arisch waren und daher eigentlich nach den Intentionen der Partei nicht mehr hätten weiter beschäftigt werden sollen, aber von Funk hartnäckig in ihrer Position gehalten wurden. Nicht nach den Intentionen der Partei, sondern nach dem Kulturkammergesetz durften sie eigentlich nicht mehr weiter tätig sein. Auch nach dem Kulturkammergesetz natürlich. Und dann das Affidavit im Dokumentenbuch Nummer 2 von Dr. Rösen, der bestätigt, dass der Angeklagte sich zum Beispiel auch um die Familie des Komponisten Dr. Richard Strauss und seiner nicht-arischen Enkelkinder sehr angenommen und dadurch gewissen Gefahren für sich selbst ausgesetzt hat. Das sind nur einige Beispiele. Aber der Angeklagte kann Ihnen vielleicht noch einige andere Beispiele sagen, wo er sich um Leute, um Künstler
What exhibit number are you offering those as? Im Dokumentenbuch Nummer 1 und Nummer 2. Die Originale habe ich übergeben. Exhibit 1 und 2. 1 und 2. 1 und 2. Herr Dr. Funk, ich habe gerade gesagt, vielleicht können Sie, aber ganz kurz, noch einige andere Beispiele anführen, wo Sie Ihre dienstliche Stellung damals dazu benutzt haben, um sich um Leute, um geistig Schaffende, um Künstler anzunehmen, die wegen ihrer Einstellung Schwierigkeiten bekamen. Wenn Sie uns einige Namen nennen. Richard Strauss ist ein besonderer Fall. Dieser bedeutendste lebende Komponist bekam sehr große Schwierigkeiten wegen eines Textbuches von dem Juden Stefan Zweig. Ich habe es erreicht, dass Richard Strauss wieder vom Führer empfangen wurde und die Angelegenheit beigelegt wurde. Ähnliche Schwierigkeiten bekam Dr. Wilhelm Furtwängler, weil er sich für Hindemith in einem Artikel eingesetzt hatte. Für den Komponisten für Hindemith. Dann aber die Komponisten mit den jüdischen Frauen, wie Lehar, Künneke und andere, hatten dauernd Schwierigkeiten, dem Verbot ihrer Werke zu entgehen. Ich habe immer durchgesetzt, dass bei diesen Komponisten die Erlaubnis wiedergegeben wurde, die Werke aufzuführen. Graf Kaiserling hatte Schwierigkeiten. Einen könnte eine ganze Reihe nennen, wenn Sie wollen. Ich kann ihn 100 nennen, wenn Sie wollen. The witness, the defendant can say that he helped hundreds of Jews, but that doesn't really destroy the fact that he may have acted hostilely by signing decrees against the Jewish race, helping your few German friends. Anyhow, I don't think it need be gone into in any detail. Wir stehen eben auf dem Standpunkt, Herr Präsident, dass es für die Beurteilung der Persönlichkeit eines Angeklagten von einer gewissen Bedeutung sein dürfte, ob er Verordnungen, die irgendeinen antisemitischen Inhalt haben, deshalb unterschreibt, weil er sich als Beamter zum Vollzug von Gesetzen verpflichtet fühlt, aufgrund seines Eides, oder ob er die Gesetze deshalb unterschreibt, weil er Antisemit ist und weil er jüdische Mitbürger bedrücken und um ihr Recht bringen will. Nur aus diesem Grund Bitte. The tribunal thinks that you've made the point quite clearly that he helped Jewish friends. But it isn't a question which need be gone into in detail. Ich komme ohnehin, Herr Präsident, jetzt zu einem anderen Punkt. Nämlich, ich möchte den Angeklagten fragen, wie sich dann im weiteren Verlauf der Jahre seine Tätigkeit im Propagandaministerium entwickelt hat. Genau in derselben Richtung, wie ich sie hier geschildert habe. Ich leitete allmählich einen großen Kulturwirtschaftskonzern von Filmgesellschaften,
Rundfunk, Gesellschaften, Theaterunternehmungen, Orchester, war Aufsichtsratsvorsitzender des Philharmonischen Orchesters zum Beispiel, dann den Werberat der deutschen Wirtschaft, in dem die wirtschaftliche Werbetätigkeit der gesamten Wirtschaft im In- und Auslande unter tätiger Anteilnahme der Wirtschaft selbst zusammengefasst war. Das erfüllte in der Hauptsache meine Arbeit. Herr Zeuge, die Anklagebehörde hat bezüglich ihrer Tätigkeit im Propagandaministerium eine eidesstattliche Versicherung des früheren Reichsleiters der Presse, glaube ich, heißt es, Max Ammann, vorgelegt unter Nummer 3501 BS, auf das ich Bezug nehme. In dieser eidesstattlichen Versicherung findet sich der Satz, dass Sie, Herr Dr. Funk, ich zitiere wörtlich, praktisch der Minister des Propagandaministeriums waren. Und es heißt dann weiter, und ich zitiere wieder wörtlich, Funk übte umfassende Kontrolle über alle Mittel der Ausdrucksweise in Deutschland aus, über die Presse, das Theater, Radio und Musik. Schluss des Zitats. Ich bitte nun, dazu Stellung zu nehmen. Sie können das aber ganz zu kurz tun, weil ich ein gegenteiliges Affidavit von diesem Herrn Max Ammann dem Gericht vorgelegt habe, auf das ich gleich dann Bezug nehmen werde. Mit einem Satz vielleicht. Herr Ammann kannte das Ministerium nur von außen, hat infolgedessen über den internen Geschäftsbetrieb des Ministeriums keine genauen Kenntnisse. Meine Arbeit hat sich so vollzogen, wie ich sie hier geschildert habe. Es ist geradezu absurd zu behaupten, dass bei einem Minister, wie es Dr. Goebbels war, das Ministerium von einem anderen geleitet wurde, der eigentlich der Minister war. Dr. Goebbels nahm eine derart ausschließliche und alles umfassende Tätigkeit auf dem Gebiet der Propaganda ein, dass daneben überhaupt niemand anders in Erscheinung treten konnte. Ja, Herr Präsident, hierzu habe ich im Nachtragsdokumentenbuch Funk unter Nummer 14, das wird Exhibit Nummer 3, eine eidesstattliche Versicherung des nämlichen früheren Reichsleiters Max Ammann vorgelegt, im Nachtrag zum Dokumentenbuch. Von diesem Affidavit bitte ich, zu Beweiszwecken Kenntnis zu nehmen. Ich brauche es wohl nicht eigens zu verlesen. Ich habe diese eidesstattliche Versicherung in Gegenwart und unter Mitwirkung des Herrn Vertreters der Anklage aufgenommen. Das Wesentliche dieser eidesstattlichen Versicherung vom 17. April 1946 sagt, und dass auch der Herr Reichsleiter Max Ammann
anerkennt, dass Funk mit der eigentlichen Propaganda nichts zu tun hatte. Also keine Rundfunkvorträge hielt, keine propagandistischen Reden losließ, sondern dass er in der Hauptsache nur mit der Organisation und mit der Verwaltung des Ministeriums betraut gewesen ist. Ich komme nunmehr, Herr Präsident, zu der Stellung des Angeklagten als Reichswirtschaftsminister. Herr Dr. Funk, Sie waren bis 1937 Staatssekretär im Propagandaministerium und wurden dann Ende November 1937 Reichswirtschaftsminister, nachdem Dr. Schacht, Ihr Vorgänger, von diesem Posten abgegangen war. Können Sie uns schildern, natürlich mit der nötigen Kürze, wie sich dieser Wechsel vollzog und warum Sie auf diesen Posten berufen wurden? Auch das kam für mich völlig überraschend. In einer Opernvorstellung nahm ich der Führer, der dieser Vorstellung beiwohnte, in der Pause beiseite im Vestibül und erklärte mir, dass die Differenzen zwischen Göring und Schacht unüberbrückbar geworden seien und dass er deshalb Schacht entlassen müsse als Wirtschaftsminister und er mich bitte, den Posten des Wirtschaftsministers zu übernehmen, da er ja meine wirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen genau kannte, von früher her. Er suchte mich mit dem Reichsmarschall Göring Fühlung zu nehmen, der mir alles Weitere sagen würde. Das war das einzige Gespräch, was ich mit dem Führer in dieser Angelegenheit hatte. Dann haben Sie mit Göring selbst gesprochen. Bin ich zum Reichsmarschall gegangen. Der Reichsmarschall erklärte mir, dass er eigentlich die Absicht verfolgt habe, nur einen Staatssekretär mit der Führung des Reichswirtschaftsministeriums zu beauftragen, dass er dann aber doch zu der Überzeugung gekommen sei, die große Apparatur des Vierjahresplans mit der Apparatur des Wirtschaftsministeriums zusammenzulegen. Aber der Wirtschaftsminister müsse seinen Weisungen entsprechend arbeiten und insbesondere blieben die Generalbevollmächtigten für die einzelnen entscheidenden Wirtschaftszweige bestehen, die ihre Weisungen direkt vom Beauftragten des Vierjahresplans erhielten. Um den notwendigen Umbau vorzunehmen, übernahm der Reichsmarschall selbst die Leitung des Reichswirtschaftsministeriums und überrat mir dieses im Februar 1938.
Es war also dann Göring etwa ein Vierteljahr lang selber der praktische Inhaber des Reichswirtschaftsministeriums. Unter seiner Leitung wurde die Umorganisation vollzogen. Die Leitung der Wirtschaftspolitik hatte er sowohl in dieser Zeit als auch nachher. Im Vierjahresplan blieben die entscheidenden Lenkungsstellen bestehen, also die Lenkungsstelle für Devisen, die gleichzeitig die Anweisung gebende Stelle für die Reichsbank war, die Lenkungsstelle für Ernährung, die die anweisende Stelle für das Ernährungsministerium war, die Lenkungsstelle für Arbeitseinsatz, die anweisende Stelle für das Arbeitsministerium war, und es blieben die Generalbevollmächtigten für die einzelnen Wirtschaftsteile, also für Kohle, für Eisen, Chemie und so weiter, die direkt dem Beauftragten für den Vierjahresplan unterstellt waren. Das Reichswirtschaftsministerium bekam auf diese Weise auch einige Behörden vom Vierjahresplan zugewiesen, die völlig selbstständig weiterarbeiteten, wie die Reichsstelle für Wirtschaftsausbau und Forschung, die Professor Krauch leitete, die Reichsstelle für Bodenforschung, die der hier im Zusammenhang mit der Slowakei und Österreich genannte Staatssekretär Kepler leitete. Ich habe mich bemüht, diese Stellen wieder auszugliedern. Ich weiß bis heute nicht, was diese Ämter getan haben. Sie fühlten sich auch nach wie vor nicht dem Wirtschaftsminister, sondern dem Vierjahresplan unterstellt. Herr Dr. Funk. Ja. Das Wesentliche an dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, scheint mir zu sein, dass Sie zwar den Titel Minister erhalten haben, dass Sie aber in Wirklichkeit gar nicht Minister waren, sondern vielleicht die Stellung eines Staatssekretärs hatten, und dass Ihr sogenanntes Wirtschaftsministerium vollständig den Weisungen des Vierjahresplans, nämlich Ihres Mitangeklagten Göring, unterstand und an diese Weisungen gebunden war. Habe ich das richtig verstanden? Das Letztere ist richtig. Das hat der Reichsmarschall hier auch ausdrücklich ausgeführt. Hat er bestätigt. Aber das Erstere ist nicht richtig, denn ich hatte ja immerhin wenigstens formal die Stellung eines Ministers und hatte ein riesiges Verwaltungsgebiet zu betreuen, um das ich selbstverständlich der Reichsmarschall nicht kümmern konnte. Das war ja gerade der Sinn der Organisation, dass der Reichsmarschall sich die Leitung und Lenkung der Wirtschaftspolitik im Großen, im Entscheidenden vorbehielt, mir entsprechende Anweisungen gab, dass aber die Durchführung naturgemäß beim Wirtschaftsministerium lag und seinen Organisationen. Aber es war keine Stellung eines Ministers, wie man sie sich sonst im Allgemeinen vorstellt, das ist richtig. Es war ein übergeordnetes Ministerium sozusagen da. Aber mir ist es in meinem Leben leider immer so gegangen. Ich bin immer nur sozusagen bis zur Tür gekommen. Eintreten habe ich nie dürfen. Im Prozess ist es Ihnen anders gegangen.
Herr Dr. Funk, die Anklagevertretung behauptet, dass trotzdem, obwohl Sie also eigentlich gar nicht Minister mit der herkömmlichen Ministerverantwortlichkeit und Selbstständigkeit gewesen sind, dass trotzdem unter Ihrer, das Herrn Dr. Funk, Aufsicht als Reichswirtschaftsminister diejenigen Teile der deutschen Wirtschaft gestanden haben sollen, die strategisch unter die Gruppe der Kriegs- und der Rüstungsindustrie fallen. Also, insbesondere die Rohstoffe und Arbeitsstoffe, dann der Bergbau, die Eisenindustrie, die Kraftwerke, Werke, das Handwerk, Finanz- und Kreditwesen, Außenhandel und Devisen. Ich erinnere, Herr Dr. Funk, auf die Ausführungen auf Seite 22 des deutschen Dreierbriefes, die ich vor einigen Tagen mit Ihnen besprochen habe. Das ist formal richtig. Aber ich habe ja bereits ausgeführt, wie die Dinge tatsächlich lagen. Mit der Rüstungswirtschaft hatte ich gar nichts zu tun. Die Rüstungswirtschaft unterstand zunächst dem Oberkommando der Wehrmacht unter dem Chef des Rüstungsamtes Thomas, der zu der Verschwörung Schacht gehörte, wie wir hier gehört haben. Der Rüstungsminister Todt, der im Jahre 1940 eingesetzt wurde, übernahm von mir alsbald die gesamte Energiewirtschaft. Und später gab ich auch die ganze zivile Produktion an den Rüstungsminister, an Speer ab. Zivile Produktion, was verstehen Sie darunter? Darunter verstehe ich Kohle und Chemie und die Verbrauchsgüterproduktion im Ganzen. Die hauptsächlichsten Produktionszweige aber auf diesem Gebiet, die hier genannt sind, das habe ich auch schon gesagt, unterstanden Generalbevollmächtigten des Vierjahresplans. So kam es, dass das Wirtschaftsministerium allmählich ein reines Handelsministerium wurde. Nur mit der Verteilung der Verbrauchsgüter beschäftigt. Herr Präsident, vielleicht können wir ihn noch ein paar Sekunden sprechen lassen, weil ich dann nach einigen Sekunden zum Kapitel Reichsbankpräsident käme. Also berichten Sie das kurz noch weiter. Sie sind stehen geblieben. Einsatz von Gold und Devisen wollten Sie, glaube ich, noch was sagen. Wer da zuständig war? Dafür war die Lenkungsstelle Devisen im Vierjahresplan zuständig, nach deren Anweisungen die Reichsbank handeln musste, Zeit jedenfalls. Und die Führung der Außenhandelspolitik? Die lag beim Auswärtigen Amt, die beanspruchte der Außenminister mit aller Hartnäckigkeit. Und was hatte das Wirtschaftsministerium? Das Wirtschaftsministerium und die Reichsbank haben auf diesem Gebiet die technische Durchführung gemacht. Also die technische Durchführung des Clearings, der Verrechnung und so weiter. Herr Präsident, ich bin jetzt an einem kleinen Abschnitt angelangt, weil ich jetzt mich seiner Stellung als Reichsbankpräsident zuwenden würde. Das wäre vielleicht der geeignete Zeitpunkt für eine Vertagung.